Herzlich willkommen zu unserem nächsten Athletikprogramm. Wir machen ein weiteres Schnelligkeitsprogramm für euch zu Hause. Speed Nummer 3 also sozusagen. Wir machen das genauso wie bei den ersten beiden. Wir wärmen uns zuerst auf, auch dieses Mal mit einer koordinativen Übung. Die machen wir nicht in maximalem Tempo, sondern es ist eben Aufwärmen. Wir nutzen den reinen koordinativen Effekt daraus sozusagen, Muskulaturen geschmeidig zu machen, intra- und intermuskuläre Koordination zu aktivieren, ein bisschen Vorspannung auch zu sorgen, keine Frage. Und natürlich wie immer ein kleines Andehnen mit dabei, was aber eh immer ähnlich ist oder gleich sein wird, um die Muskeln schon ein bisschen an die kommende Längenänderung zu gewöhnen. So viel vorneweg. Danach machen wir eine sehr interessante Schnellkraftübung aus dem Bereich eben der Explosivität. Da habe ich mir, glaube ich, was richtig Witziges und Cooles überlegt mit einem kleinen Kniff, um noch mehr aus der ganzen Geschichte rauszuholen. Wichtig eben, der Hinweis sage ich immer, gut aufwärmen, bevor ihr solche Schnelligkeitsübungen zu Hause trainiert. Die Verletzungsgefahr ist speziell bei Schnelligkeitsübungen, wo ich ja 100% geben muss, sonst zu hoch. Okay, wir haben hier aus Hütchen so ein L aufgebaut. Hier vorne ist eine kleine Lücke, die brauchen wir, weil wir ganz einfach hier mit Skipping-Varianten und einer Hopserlauf-Variante nach vorne und seitlich hin und zurück gehen. Hier in diesem Bereich werden wir uns danach ein bisschen andehnen. Genau, wer keine Hütchen zu Hause hat, sucht sich eine Alternative. Kleinere Bücher beispielsweise kann ich hier machen. Sollten schon so eben so 4 und 4 sein. Der Abstand zwischen dem Ganzen ist ungefähr ein bisschen mehr als eine Fußlänge, nicht zu eng. Warum werdet ihr gleich sehen, wenn man es zu eng macht, kommt man mit diesen Bewegungsabläufen nicht mehr hinterher. Wichtig ist, da wir jetzt verschiedene Bewegungsvarianten des Skippings miteinander kombinieren werden, auf Bewegungsausführung, also sprich auf die Sauberkeit achten. Wie gesagt, keine maximalen Geschichten, lieber auf die Koordination und Lauftechnik so ein bisschen mitgehen. Wir starten ganz einfach mit 2 Kontakten vorwärts, 2 Kontakten seitlich, 2 Kontakten zurück, Drehung, 2 Kontakte vorwärts, hier dann Oberschenkel Vorderseite anlehnen. Also, fangen wir mal an. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jetzt, wenn ich hier rauskomme, eben 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dann zurückgehen, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Drehung und 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dann gehe ich hier hin, dehne die Oberschenkel Vorderseite an mit unseren bekannten Übungen. Machen wir also hochdrücken einmal, hochdrücken zweimal, hochdrücken dreimal, hochdrücken viermal, fünfmal und letztes Mal sechsmal. Und dann wiederhole ich diesen ganzen Ablauf ein zweites Mal mit am Ende der Andehnung der Oberschenkel Vorderseite. Nächste Geschichte ist, wir machen hier 3 Kontakte und hier bleiben die 2 Kontakte gleich. Und hier dehnen wir dann die Oberschenkel Rückseite an. Also 1, 2, 3, links, 2, 3, rechts, 2, 3, links, 2, 3. Das hier noch zu Ende führen. 2 Kontakte wiederum seitlich stehen bleiben. 1, 2, zurück, halbe Drehung und die 3 Kontakte wieder vorwärts. Rechts, 2, 3, links, 2, 3, rechts, 2, 3, links, 2, 3. Nach unten gehen und dann hier die Oberschenkel Rückseite mit unserer bekannten Übung 6-mal anlehnen. Nach unten drücken, hochschieben, 3 Sekunden halten, unten drücken, hochschieben. Das Ganze 6-mal wiederholen und dann den ganzen Ablauf noch ein zweites Mal wiederholen und hier dann die Oberschenkel Rückseite eben auch nochmal 6-mal annehmen. Variante der Koordination Nummer 3 ist, dass wir jetzt auf beiden Seiten 3 Kontakte durchführen werden, also vorwärts zunächst. 1, 2, 3, links, 2, 3, rechts, 2, 3, links, 2, 3. Jetzt gehe ich hier in die seitliche Variante rein, fange ich also mit dem rechten Fuß an, mache 1, 2, 3, überkreuzen. Hopp, überkreuzen. Jetzt gehe ich hier mit 4 Schritten außen, damit ich in der geraden Schrittposition bin, sodass ich möglichst rhythmisch zurückkomme. Hopp, links, 2, 3, kreuzen, links, 2, 3, kreuzen. Ich drehe mich wieder, links, 2, 3, rechts, 2, 3, links, 2, 3. Rechts, 2, 3. Dann gehe ich hier rein in die Adduktorendehnung. Hier machen wir 3-mal rechts, 3-mal links unseren berühmten Adduktoren-Walk. Also, fangen wir auf der Seite einfach an.
Adduktoren hier links jetzt also anlehnen, gerade Rücken, Schulterblätter nach hinten ziehen, halten, tiefe Hocke, andere Seite, 3, 2, 1, tiefe Hocke, andere Seite, 3, 2, 1, tiefe Hocke, andere Seite, 3, 2, 1, das wiederholen wir noch ein einziges Mal, 3, 2, 1, dann müssen wir nochmal auf die Seite rüber, Dehnung spüren, 3, 2, 1, 6 Mal, also dreimal rechts, dreimal links, dann wiederhole ich den ganzen Ablauf, 3 vorwärts, 3 seitwärts, 3 vorwärts, nochmal 3 und 3 Adduktoren andehnen, hier an der Stelle. Dann die nächste Geschichte, die wir machen, ist jetzt, jetzt muss ich kurz überlegen, was hatten wir? 3 vorwärts, dann machen wir vorne eine kurze Drehung, machen 2 rückwärts, 2 vorwärts, 3 vorwärts, zurück. Also, rechts 2, 3, links 2, 3, rechts 2, 3, links 2, 3, jetzt drehe ich mich, jetzt schaue ich ein bisschen über meine, in dem Fall rechte Schulter, mache 2 Kontakte nach hinten, rechts 2, hopp, 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 gehe nach vorne, hopp, mit 2 Kontakten vorwärts, drehe mich und gehe dann wieder mit 3 Kontakten zurück, links 2, 3, rechts 2, 3, links, rechts 2, 3. Dann machen wir hier den Hüftbeuger, das machen wir mit unserer bekannten Geschichte des großen Ausfallschrittes. Beide Hände gehen nach innen, 10 mal wippen, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 2, 1, tief unten halten, die Hüfte nach unten drücken, innerer Arm dreht 3 mal auf. Dann machen wir eben die andere Seite, großer Ausfallschritt, Hände gehen nach innen, 10 mal wippen, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und halten, 3, 2, 1, innere Hand, 1 und 2 und 3, aufdrehen und dann wird das Ganze nochmal wiederholt. Das waren also jetzt 3 vorwärts. Jetzt hier, am Anfang bin ich ja mit 2 rückwärts gegangen, mit dem rechten Fuß zuerst, also mit der rechten Schulter. Jetzt drehen wir ihn auf die andere Seite rum, damit der linke Fuß also zunächst als erstes kommt. 2 vorwärts, 3 zurück, nochmal den Hüftbeuger auf die Weise an denen, wie wir es gerade gezeigt haben. Letzte Geschichte ist jetzt nun eine ganz einfache Hopserlauf-Variante. Wir schauen zur Wand hin, machen 2 Kontakte, Hopserlauf mit 2 Berührungen und Kontakten im Zwischenraum seitlich nach vorne. Hopserlauf vorwärts, Drehung, Hopserlauf vorwärts, immer mit 2 Schritten pro Zwischenraum und wieder Drehung und auf der Seite wieder Hopserlauf, 2 Kontakte zurück. 1 und 2, 1 und 2, 1 und 2, jetzt bleibe ich hier, hopp, 2, 2, 2, ich drehe mich links, 2, 2, 2, ich drehe mich rechts, 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 rechts und rauskomme. Dann gehe ich hier hin, mache unsere Übung für die Wade, gehe also in den Stütz, bekreuze hinten, rechter Fuß auf die linke Ferse drauf, dann auch hier 10 mal wippen, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 2, 1, Ferse unten halten, Wechsel andere Seite, 10 mal rechter Fuß wippen, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 Sekunden unten halten, leichte Grätstellung hinten, ein Handwalk nach vorne weg. Dann machen wir hier gleich wieder zurück, einmal durchbiegen sozusagen, wie ich es immer nenne, und fertig. Und dann das Ganze noch einmal wiederholen. Hopserlauf seitlich nach vorne, frontaler Hopserlauf, Drehung, frontaler Hopserlauf, nochmal Drehung, Gesicht zur Wand, Hopserlauf zurück, immer mit 2 Berührungen pro Zwischenraum. 1 und 2, dass ich immer 2 Schritte sozusagen pro Zwischenraum habe. Aufwärmprogramm ist dann damit erledigt. Dann räumen wir das kurz weg und kommen zu unserem Programm für die Schnellkraft und Explosivität. Okay, was wir jetzt brauchen für den Hauptteil ist dann ein Badezimmerhocker oder eine Hürde
und einen Startpunkt und einen Ball. Den Startpunkt nehmen wir uns mal einfach hier irgendwo fest. Dann waren wir rechtzeitig versetzt davon, diesen Hocker. Von welchem Abstand zum Startpunkt, das müssen wir vielleicht jetzt ein bisschen erstmal rausfinden. Und zwar macht ihr einfach Folgendes. Ihr stellt euch hier vor dem Startpunkt leitbeinig hin, geht in eine leichte Hockposition nach unten, also holt ein bisschen Schwung, nehmt die Hände und macht dann noch einen maximalen Absprung nach vorne, der eher nach oben geht als zu weit nach vorne, sondern ein bisschen mehr auf Explosivität nach oben weg achten und nach vorne so ein bisschen was mit reinbauen. Aber wir wollen mehr auf die Schnellkraft nach oben gehen und wir gehen ja davon aus, ihr seid zu Hause, das heißt, wir haben jetzt nicht 30 Meter Platz nach vorne. Sondern wenn man das in einem eigenen Zimmer macht, ist der Platz ja auch vielleicht bei dem einen oder anderen ein bisschen begrenzt. Von dem her gesehen, Explosivität jetzt mehr nach oben gehen. Ich will jetzt trotzdem noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Das sollte aber dann ein bisschen reichen. Wir brauchen also hier so eine Art Hürde von diesem Startpunkt aus. Wenn ich also jetzt hier so stehen würde, mache ich so einen seitlichen Schritt und auf dieser Höhe da vorne steht diese Hürde sozusagen. Ich habe also jetzt einen Badezimmer genommen. Ihr könnt allerdings auch eine Hürde nehmen, wer keine Hürde zu Hause hat. Nimmt zum Beispiel als kleine Idee 3 1,5 Liter Wasser, so PET-Flaschen. 1, 2, 3, stellt die auf den Boden, dann habe ich hier so eine Hürde zum Beispiel. Oder 1 Liter Flasche. Die Höhe ist jetzt nicht so wichtig. Wir brauchen eine gewisse Hürde, aber die muss jetzt nicht hüfthoch sein. Natürlich, auch hier wiederum der Hinweis, wenn natürlich jetzt jemand Profi ist und sagt, hey, ich brauche natürlich auch noch mal eine gewisse maximale Höhe, damit ich wirklich noch einen Reiz habe, dann natürlich gerne, wer sowas zur Verfügung hat, mit der Höhe sich da ein bisschen spielen, sozusagen. Es ist jetzt aber nicht entscheidend, dass wir hier praktisch maximal hochspringen, sondern hier wird nachher eben ein bisschen was anderes entscheidend sein. Dennoch wollen wir einen gewissen Widerstand haben, den wir überbrücken müssen. So, also, Ausgangspunkt, Ball nehmen, Fußball nehmen. Jetzt mache ich Folgendes. Ich stelle mich hier beidbeinig hin, Rücken wird ein bisschen nach hinten jetzt gerade durchgestreckt, Ball nehme ich hier zwischen die Beine, Beine sind ein bisschen mehr als hüftbreit. Jetzt gehe ich nach unten in eine Vorspannung hinein, aus dieser Vorspannung hole ich jetzt nach oben aus, springe nach vorne weg, lande beidbeinig, schwinge den Ball nach unten und bremse ihn auf Hüfthöhe ungefähr ab. Eine Bewegung, die im Fitnesstraining Holzhacken sich nennt. Wir kombinieren das jetzt mit einem Sprung nach vorne. Machen dann einen Skaterjump rechts, Skaterjump links und zwei schnelle Tap-Schritte aus der Leichtathletik, aus dem Sprinttraining heraus noch nach mit einer Standwaage kombiniert. Ich mache es jetzt einmal mal vor. Also Hüftbreit hinstellen, Spannung, Rücken gerade, Ball nehmen, Arme sind gestreckt. Jetzt Vorspannung, hopp! Abbremsen hier das Ganze, Ball zur Seite einfach ein bisschen fallen lassen, einbeinig links hinstellen, Skaterjump rechts, Skaterjump links. Jetzt gehe ich in diese Position, auch in der Armposition, in eine Standwaage, Vorspannung aufbauen, linke Hand geht in Spannung und jetzt gehe ich aus dieser Position schnell mit zwei Tap-Schritten hoch, hopp, hopp und stabilisiere die mit voller Körperstreckung. Das ist der Ablauf. Den wiederhole ich 6 Mal auf diese Weise. Also immer hinstellen, Vorspannung aufbauen, hopp, Sprung, hopp, explosiv runter, Bauch anspannen, beim Landen wirklich hopp, runterdrücken das Ding, Ball hinlegen, hopp, stabilisieren, dann Vorspannung aufbauen, in der Armhaltung bleiben, linke Arm geht voll auf Zug, hopp, hoch, hopp. Und ich stelle mich gestreckt hin. 6 Mal. Zwischen den Wiederholungen werden wie üblich 45 Sekunden Pause eingebaut. Nach hinten gehen, man kommt da wirklich ins Pumpen. Durchschnaufen, bis die Atmung wieder ruhig geworden ist. Nächste Wiederholung sollte also so circa 45 Sekunden sein. Dann haben wir diese Seite. 6 Wiederholungen. Nach den ersten 6 Wiederholungen machen wir nach der 6. auch nur 45 Sekunden Pause und machen gleich weiter mit der nächsten Wiederholung und müssen jetzt aber auf die andere Seite rüber. Das heißt, dieser Sprung bleibt hier gleich. Also diese erste Geschichte, hopp, hopp, abbremsen bleibt gleich. Ball zur Seite legen. Jetzt mache ich Skaterjump links, hopp, stabilisieren, zurück und jetzt gehe ich nochmal auf rechts, hopp, und mache jetzt hier dieselbe Bewegung, wie wir sie vorne hatten.
Nur eben auf der anderen Seite, die rechte Hand geht jetzt auf Vorspannung, hoch, ab, ab und nach unten drücken. Also ich baue also noch einen Sprung mehr ein, damit ich auf rechts komme und mache auch hier 6 Wiederholungen mit jeweils 45 Sekunden Pause dazwischen. Dann haben wir also 12 Wiederholungen gemacht. Dann machen wir eine große Serienpause von 3, vielleicht sogar von 4 Minuten, ja, bis ich merke, jetzt bin ich wieder vollständig erholt. Und dann kommen wir zur Variante. Für die Variante überlegen wir uns jetzt einen kleinen Kniff. Das Starthütchen machen wir weg und nehmen dafür einen Stuhl. Den stellen wir ungefähr dahin, wo vorher das Hütchen war. Eventuell muss man das testen. Wenn ich aus dem Stand wegspringe, jetzt mal zur kurzen Erklärung. Wenn ich aus dem Stand wegspringe, mit egal welcher Übung, ist völlig wurscht, dann habe ich ja eine Vorspannung. Also ich gehe nach unten, drücke mich hoch. Ich hole sozusagen, ganz einfach gesagt, Schwung. Was in sportwissenschaftlichen Sichtweise passiert, ist folgendes. Wir holen uns einen sogenannten Dehnungsverkürzungszyklus. Ja, wir bringen also Spannung, wenn ich nach unten, nach oben gehe. Die Muskeln werden gedehnt, verkürzt. Dadurch hole ich Energie rein und die trägt mich dann nach vorne weg. Um einen noch größeren Trainingseffekt zu haben, streichen wir quasi diesen Dehnungsverkürzungszyklus und gehen aus der Sitzposition heraus, setzen uns also jetzt auf diesen Stuhl hier vorne drauf, haben den Ball und mache jetzt hier genau das gleiche wie vorher auch, nur dass ich jetzt eben nicht Schwung hole, sozusagen mit Dehnen, Verkürzen, rauf, runter gehen etc., sondern eben gleich aus dieser tiefen Position rausspringe und mir dadurch diesen Verkürzungszyklus sozusagen streiche, mir den Vorteil des Schwungholens nehme. So kann man es eigentlich, denke ich, ganz gut ausdrücken. Und jetzt gehe ich aus der Position, Ball ist nach vorne. Jetzt kann es sein, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich zu nah dran bin. Das muss man dann testen. Ich sollte ja ungefähr auf der Höhe landen. Und jetzt gehe ich nach vorne und springe ab, raus und bremse hier ab. Ball kommt zur Seite. Dann machen wir wieder die 2 Jumps. Hoppala, der war schlecht. Dann noch wieder zurück, hopp, stabilisieren. Und jetzt machen wir nicht 1 und 2 Tapschritte, sondern machen 4. Also gehen wir nochmal durch, weil die jetzt echt kacke waren. Stabilisieren, hopp, stabilisieren. So, ich gehe wieder in diese Vorspannung hinein. Linke Hand geht nach hinten. Und jetzt mache ich auflösen. 1, 2, 3, 4 und feder das Ganze ab. Mit vollem Tempo. Auflösen, bam, bam, 3 und 4. Dann machen wir davon auch 6 Stück. Nach jeder Wiederholung wieder die 45 Sekunden Pause. Danach, wenn wir diese 6 Stück haben, machen wir so wie vorher auch. Wir bauen das Ganze noch auf der anderen Seite ein. Ich mache es also noch einmal vor. Also hier wiederum in diese Sitzposition reingehen. Das Schwung holen, also streichen, sich diesen Vorteil selber nehmen. Damit noch mehr Kraft in der Spannung aufbauen müssen. Abbremsen, Ball weg. Und jetzt machen wir das 1 und 2 und jetzt muss man noch einen dritten ran. Jetzt bleibt die Hand da vorne. Das ist wichtig, weil sonst kommt der später mit der Armfügung durcheinander. Spannung aufbauen, lieber eine Sekunde länger bleiben, bis ihr merkt, alles ist jetzt fest. Und 1, 2, 3, 4 nachfedern, stehen bleiben. 6 Stück und dann haben wir das Ganze erledigt. Jetzt noch einen allerletzten Hinweis. Dann haben wir also insgesamt 24 Wiederholungen, 45 Sekunden Pause dazwischen immer. Nach den ersten 12, 3 bis 4 Minuten Serienpause einhalten bitte. Letzter Hinweis. Wir haben jetzt hier einen Fußball genommen, was wunderbar ist, um damit loszulegen. Ja? Ich habe dieses Abbremsen mit dabei. Und natürlich, ihr ahnt es schon, der Effekt ist natürlich nochmal ein größerer, wenn ich hier mir noch ein Gewicht mit dranhänge. Also, wer einen Medizinball zu Hause hat oder etwas Ähnliches, das kann ja zum Beispiel auch, weiß ich nicht, vielleicht ein größerer Stein sein oder sowas. Oder vielleicht nur eine größere Handelscheibe. Die sollte allerdings um die 2-3 Kilo haben, mehr nicht. Erfahrung zeigt mir, mit 5 Kilos, wenn man hier einen 5 Kilo Medizinball hat, kann man die Übung super machen, allerdings auf einem sehr, sehr hohen Leistungsniveau. Also da sprechen wir wirklich von Nachwuchsleistungsfußballer oder von Profis, die dann damit überhaupt keine Schwierigkeiten haben und das dann wirklich brauchen. Bei
etwas 15-Jährigen, die jetzt vielleicht im Amateurbereich nicht auf dem ganz höchsten Level trainiert und gespielt haben, für die sind diese 5 Kilo eigentlich nicht zu halten. Bei denen passiert dann folgendes, wenn die hier nach vorne kommen, jetzt kippen die hier vorne weg und können diese Bewegung hier nicht mehr stabilisieren. Deswegen ein bisschen ausprobieren. 1-2 Kilo reichen da schon. Das sollte in der Regel reichen. Wer natürlich wirklich auf Top-Niveau spielt, der kann mal an die 5 Kilo rangehen und dann macht es überhaupt nichts aus. Und dadurch wird natürlich dieses Abbremsen, dieses Holzhack, zack, noch viel, viel anspruchsvoller. Der Anspruch an den Core-Bereich, das zu stabilisieren, ist ein viel, viel größerer. Und damit sind wir dann auch durch. Wunderbare Geschichte. Wir haben volle Explosivität dabei. Explosivität, Explosivität oder Schnellkraft, Schnellkraft. Stabilisieren dazwischen. Wir haben diese Tap-Schritte aus einer Vorspannung heraus, muss ich etwas schnell auflösen und einen schnellen Schritt dranhängen. Das ist total schwierig. Aus dieser Vorspannung der Standwaage heraus, ja, sieht man vorne viele oft, die dann das machen, hackt es da, sondern wird das so abgehackt, wird das keine runde, flüssige Bewegung, weil natürlich hier alles in die Länge gezogen wurde und jetzt muss ich es verkürzen. Und das ist eine schwierige intramuskuläre Aufgabe und darum geht's. Und dann 4 oder 2 schnelle Schritte am Anfang dranhängen. Okay, damit haben wir das erledigt. Hinterher, wie immer, wenn ihr mit allem fertig seid, die Blackroll nehmen, Blackroll-Video von mir hier in diesem Kanal sich ansehen und sich ausrollen. Oder aber kann jetzt zum Beispiel auch noch ein kleines Techniktraining folgen. Auch das werden wir euch demnächst in diesem YouTube-Kanal zeigen, wie man dann zum Beispiel die Technikübungen des Fördertrainings hier mit so einem Schnelligkeitstraining gut kombiniert. Da werden wir mal ein bisschen was in so einer Playlist für euch zusammenstellen. In diesem Sinne, viel Spaß damit. Haut rein, alles Gute, eine gute Fußballzeit und bis dahin alles Gute, macht's gut, ciao.